Änderungen im Jahr 2024 beim Geld. Auch für Rentner sehr wichtig, denn auch für die kann es mehr Geld geben. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, viele Menschen können sich im kommenden Jahr auf mehr Geld freuen. Doch in einem Bereich soll es Kürzungen geben, das ist das sogenannte Elterngeld. Mindestlohn, Bürgergeld, Zuschuss zur Pflege, gesetzliche Vorgaben und staatliche Leistungen ändern sich mitunter von Jahr zu Jahr. In den meisten Fällen haben Bürger 2024 aber mehr Geld in der Tasche. Ich hatte es ja schon kurz gesagt, einige Eltern müssen sich leider auf Kürzungen einstellen. Also starten wir einfach mal beim Bürgergeld. Was früher Hartz IV war, ist seit 2023 das Bürgergeld. Es wird im Januar 2024 steigen. So erhöht sich der Regelbedarf Stufe 1 für Erwachsene, Alleinstehende von 502 Euro auf 563 Euro. Volljährige Partner erhalten 451 Euro statt 451 Euro, dann 506 Euro. Auch für Kinder wird das Bürgergeld angehoben, je nach Alter, um 39 Euro im Bereich 0 bis 5 Jahre, 42 Euro im Bereich 6 bis 13 Jahre und 51 Euro 14 bis 17 Jahre, also immer um diese gewisse Eurozahl. Der Mindestlohn erhöht sich. Streng genommen ist der Mindestlohn, das wissen wir, keine staatliche Leistung, er wird aber staatlich kontrolliert. Das heißt, es gibt dort ganz exakte Vorgaben. Auch der Mindestlohn steigt im kommenden Jahr von bisher 12 Euro auf dann 12,41 Euro. Im Jahr 2015 betrug er noch 8,50 Euro. Nicht zu vergessen, meine Damen, mit dem Mindestlohn steigt auch die Geringfügigkeitsgrenze von 520 Euro auf 538 Euro und auch die Hinzuverdienstgrenzen bei Erwerbsminderungsrenten steigen, aber das hat nichts mit dem Mindestlohn zu tun, sondern mit der Erhöhung der Bezugsgröße. Wir haben seit dem Jahr 2023 eine dynamisierte Hinzuverdienstgrenze bei voller EM-Rente und bei teilweiser EM-Rente. Aber dazu hatte ich ja auch schon was gesagt. Gerne werde ich dann im Jahr oder Anfang 2024 auch zu dem Thema nochmal explizit ein Video drehen. Meine Damen und Herren, das Pflegegeld ändert sich. Wer pflegebedürftig ist, aber noch zu Hause lebt, kann Pflegegeld bekommen. Die Höhe richtet sich nach dem Pflegegrad und beträgt derzeit zwischen 316 Euro und 901 Euro im Monat. Das Geld können Betroffene dann zum Beispiel nutzen, ihre Betreuung zu bezahlen. 2024 wird das Pflegegeld um 5% angehoben. Also die Leistung steigt dann um 5%, je nachdem, wie hoch der Pflegegrad ist. Ein Plus gibt es auch beim Zuschuss der Pflegekassen zum Eigenanteil für Menschen im Pflegeheim. Je nachdem, wie lange sie bereits in der Pflege, also in der Einrichtung gepflegt werden, gibt es dann höhere Entlastungszuschläge. Derzeit beträgt er 5% und steigt im Jahr 2024 auf 15%. Im zweiten Jahr erhöht er sich von 25% auf 30%, im dritten Jahr von 45% auf 50% und im vierten Jahr von 70% auf 75%. Meine Damen und Herren, jetzt kommen wir aber zu dem etwas negativen Teil, das Elterngeld. Weniger statt mehr Geld will der Bund künftig für junge Eltern ausgeben. Nach einem Gesetzesentwurf des Familienministeriums soll das Elterngeld für Familien mit hohen Einkünften gestrichen werden. Paare, die zusammen mehr als 150.000 Euro jährlich verdienen, zu versteuerndes Jahreseinkommen haben, sollen die Lohnersatzleistung ab 2024 nicht mehr erhalten. Meine Damen und Herren, für Rentnerinnen und Rentner sind diese Änderungen deshalb wichtig, weil das Bürgergeld natürlich auch die Grundsicherung für im Rahmen der Altersrente oder Erwerbsminderungsrente dem Bürgergeldregelung folgt. Das heißt also, wer als Rentner Grundsicherungsempfänger ist, kann sich sicherlich auch über 12% mehr Regelbedarfsstufe in der Grundsicherung freuen. Deshalb kann ich hier nur sagen, dass diese Regelungen, die hier getroffen worden sind, sicherlich nicht uninteressant sind. Auch gerade die Erhöhung der Minijob-Grenzen von 520 Euro, 538 Euro sorgen ja letzten Endes dafür, dass wir hier rund 18 Euro brutto monatlich mehr steuerfreies Einkommen haben, oder generell steuerfreies Einkommen haben, also von 520 Euro, 538 Euro ist nicht brutto, sondern brutto gleich netto. So, von der Seite her sind das alles keine schlechten Regelungen, aber wir müssen natürlich abwarten, was dann zum Schluss letzten Endes tatsächlich übrig bleibt, wenn wir den inflationsbedingten Ausgleich davon abziehen müssen, dann werden wir sehen, was letzten Endes von diesen Einkünften dann tatsächlich 2024 übrig bleibt. Aber erstmal hier der kleine Überblick für Sie, sodass Sie dann
erstmal aktuell für das Jahr 2024 Ruhe planen können. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenscheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.